Vor einiger Zeit habe ich einen sehr spannenden Fall reinbekommen. Interessenten, die auch hier immer wieder auf dem Kanal zuschauen, haben eine Bestandsimmobilie gefunden in Neuss. Neuss liegt direkt neben Düsseldorf und ist eine entsprechend gute Lage und auch eine sehr teure Lage in der Regel. Und die haben eine Bestandsimmobilie gefunden, ein rein Mittelhaus, was von einem Makler vermarktet wurde. Und die Immobilie sollte 290.000 Euro kosten. Und für diese Lage war das relativ günstig. Wir haben das Ganze bei uns im System eingewertet und wir kamen auf einen Wert von 390.000 Euro. Und das ist schon sehr verdächtig. Und bei uns gehen dann auch immer die Alarmglocken los, wenn diese Diskrepanz umgekehrt so hoch ist, weil normalerweise sehen wir das immer umgekehrt. Das heißt, dass die Verkaufspreise weitaus höher sind als das, was unsere Tools einwerten. Unsere Tools werten ja das ein, was ungefähr an Beleihungsauslauf die Bank rechnet. Und in diesem Fall haben wir uns das Ganze natürlich auch genauer angeschaut im Exposé, wo wir den Kunden einige Tipps gegeben haben. Und er hat im Nachgang dann auch noch einen Immobiliengutachter hinzugezogen. Und um diesen Fall soll es heute gehen. Aber zunächst einmal ein wichtiger Hinweis. Wir unterstützen euch in Zukunft nicht nur bei der Baufinanzierung, sondern wir setzen früher an. Wir unterstützen euch schon bei der Immobiliensuche. Wir nutzen jetzt ganz neu ein Tool, was alle Vergleichsplattformen bzw. was alle Immobiliensuchportale miteinander verbindet. Für euch ist dieser Suchauftrag kostenlos und ihr bekommt, wenn ihr wollt, jeden Tag die neuesten Angebote aus eurer Region zugestellt. Ihr könnt da einen Suchauftrag einstellen, der genau auf euch abgepasst ist. Das Ganze ist kostenlos. Einfach Anfrage über unsere Homepage zum Thema Immobiliensuche, dann nehmen wir da Kontakt mit euch auf. Und für alle Baufinanzierer, die hier auf dem Kanal zuschauen, das Ganze könnt ihr natürlich auch euren Kunden anbieten. Dazu habe ich euch auch unten einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Das Ganze heißt ThinkImmo und so könnt ihr auch eure Kunden bei der Immobiliensuche unterstützen. Und heute habe ich euch eine To-Do-Liste, eine Checkliste fertig gemacht, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch eine Immobilie anschaut. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht denken, ja, das ist doch keine Raketenwissenschaft. Ja, ist richtig. Es gibt viele, die hier zuschauen, die haben echt Ahnung. Und es gibt aber leider auch viele, die gehen sehr naiv daran. Und deswegen heute wirklich ein spezieller Hinweis und die Kernbotschaft ist, holt euch auch einen Experten an die Seite. Bevor ihr 400, 500, 600.000 Euro für eine Immobilie auslegt, solltet ihr auch ein paar hundert Euro übrig haben, um vielleicht einen Gutachter, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, der sich das Ganze anschaut. Step One ist Exposé gründlich prüfen. Man kann schon anhand der Bilder sehr viele Dinge erkennen. Ihr könnt euch dann auch natürlich Notizen machen. Wenn ihr Fragen habt, Fragen und Notizen solltet ihr im Vorhinein auf jeden Fall euch aufschreiben, wenn die Immobilie für euch in Frage kommt. Und ihr solltet natürlich auch schauen, was steht denn im Exposé. Ich hatte jetzt letztens auch noch mal von anderen Kunden ein Exposé zugeschickt bekommen und ich habe mir das angeschaut und das Exposé war einfach null aussagekräftig. Es war eine Immobilie aus den 70er, 80er Jahren, aber es hatte den Anschein, dass überhaupt keine Modernisierungen gemacht worden sind. Und das habe ich den Kunden natürlich mitgeteilt, hatte ihm auch noch so eine kurze Checkliste mitgeschickt, worauf er achten sollte. Aber die Kunden sind auch nachher mit einem Immobiliengutachter tatsächlich da reingegangen und haben sich das Objekt natürlich nicht alleine angeschaut. Ich glaube, da war der Investitionsbedarf bzw. der Kaufpreis der Immobilie lag bei um die 600.000 Euro und es hätte noch weiteres Geld reingesteckt werden müssen. Das war auch irgendwo in der Nähe von Düsseldorf. Also, Exposé gründlich prüfen, Step 1. Step 2 ist beim ersten Anruf die offenen Fragen klären. Also die Notizen, die ihr euch gemacht habt aus dem Exposé heraus, das kann man schon im ersten Telefonat klären und vielleicht hat sich der Besichtigungstermin dann auch schon erledigt. Natürlich die Checkliste auch bei der Besichtigung mitnehmen, wäre dann Step Nummer 3 und da auch nochmal genau nachfragen. Und wenn die Immobilie dann für euch in Frage kommt, dann solltet ihr einen Experten hinzuziehen. Also wenn ihr nicht schon mit dem Experten zum Ersttermin hingegangen seid, aber manchmal kostet das Ganze ja auch Geld, wenn ihr jemanden Externes mitnimmt. Deswegen muss das vielleicht nicht beim ersten Termin sein, wenn euch nachher nämlich die Immobilie doch nicht gefällt. Das kann man dann im zweiten Termin machen. Wenn ihr natürlich jetzt einen im Freundesbekanntenkreis habt, der sich auch mit Immobilien auskennt, dann könnt ihr natürlich auch direkt mit ihm hingehen.
Und dann sollte sich die Immobilie genau unter die Lupe genommen werden, damit einfach gesehen wird, was für ein Investitionsbedarf besteht denn da noch. Und aktuell und auch in Zukunft, das wird das Thema sein, ist das Thema Energieeffizienz im Bestandsimmobilienbereich. Ja? Die EU hat ja einiges geplant, nämlich das Thema Pflichtsanierung für Bestandsimmobilien. Und soweit ich das mitbekommen habe, aber da wird noch mal ein separates Video zu kommen, wird Deutschland dementsprechend auch nachziehen. Das heißt, das, was die EU vorgibt, wird wahrscheinlich 1:1 hier in Deutschland genauso umgesetzt. Also da wird noch einiges auf die Bestandsimmobilienbesitzer zukommen. Wie ist der Beispielfall ausgegangen von Beginn des Videos? Da hatten wir ja das Thema, Immobilie war sehr günstig, unsere Bewertung war sehr hoch, die Kunden waren mit dem Immobiliengutachter da und die Immobilie hätte kernsaniert werden müssen. Also, wenn ihr ein super günstiges Angebot irgendwo bekommt, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ein Haken dran sein wird. Achtet genau darauf. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Schreibt mal eure Erfahrung, eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich brennend interessieren. Hier kommt ihr jetzt zum nächsten Video. Die 5 häufigsten Gründe, warum Kreditverträge aktuell abgelehnt werden. Die Banken haben natürlich ihre Vergaberichtlinien in diesem Jahr angepasst und ich habe das hier in dem Video ausführlich zusammengefasst. Und hier könnt ihr jetzt unsere kostenlose Beratung zum Thema Immobiliensuche, Budgetberatung oder Baufinanzierung anfragen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.